Hi, freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um eine besondere Art von Hypothesentest, nämlich um den Alternativtest. Das Besondere am Alternativtest ist außerdem, dass man die beiden Risiken für die beiden möglichen auftretenden Fehler, also das Risiko für den Fehler erster Art und das Risiko für den Fehler zweiter Art, relativ einfach bestimmen kann. Vor allem eben das Risiko für den Fehler zweiter Art, was man bei den anderen Arten von Hypothesentests eigentlich gar nicht berechnen kann. Deswegen möchte ich dir heute an einem Beispiel zum einen zeigen, wie ein Alternativtest aussieht und zum anderen, wie man dann die entsprechenden Risiken für die auftretenden möglichen Fehler berechnen kann. Also zum Alternativtest kann man allgemein sagen, wir haben hier zwei Hypothesen. Wie immer eine Nullhypothese und eine Alternativhypothese. Beide Hypothesen nennen jetzt hier ganz konkrete Werte für eine Wahrscheinlichkeit klein p. Diese beiden Werte widersprechen sich logischerweise. Das heißt also, die Nullhypothese H0 lautet, die Wahrscheinlichkeit klein p für was auch immer ist p0, also hat den Wert p0. Die Alternativhypothese sagt dagegen, p hat den Wert p1. P1 und P0 sind dabei unterschiedliche Werte, sonst hätten wir ja gar keine unterschiedlichen Hypothesen. Das heißt, das ist eine Voraussetzung. So, mal ein Beispiel dazu. Wir haben eine Urne, die 10 Kugeln enthält. Wir wissen, die Kugeln sind schwarz oder weiß. Wir wissen aber nicht, wie viele Kugeln von welcher Farbe in dieser Urne enthalten sind. Dabei gibt es zwei mögliche Fälle, die auftreten. Im ersten Fall haben wir 6 schwarze und 4 weiße Kugeln. Im zweiten Fall haben wir 6 weiße und 4 schwarze Kugeln. Wir sollen jetzt mithilfe von einer Stichprobe entscheiden, welcher der beiden Fälle vorliegt. Die Stichprobe sieht dabei so aus, dass wir nacheinander 5 Kugeln ziehen, das Ganze mit zurücklegen und wir betrachten jetzt eben die Anzahl der weißen Kugeln, die wir dabei ziehen. Das heißt, hier muss man sich einfach entscheiden, zähle ich jetzt die weißen Kugeln oder zähle ich die schwarzen Kugeln, die ich gezogen habe. Genau, und dann dementsprechend eben fortfahren. Wir sagen jetzt, wir beobachten die weißen gezogenen Kugeln. Wenn ich weiß, wie viele weiße Kugeln ich gezogen habe beim fünfmaligen Ziehen, dann kann ich natürlich auch leicht ausrechnen, wie viele also schwarz gewesen sein mussten. Entsprechend definieren wir klein p als die Wahrscheinlichkeit, dafür eine weiße Kugel zu ziehen beim einmaligen Ziehen. Und die Zufallsvariable x soll uns jetzt unsere Testgröße wiedergeben. Wir testen ja auf die Anzahl der weißen gezogenen Kugeln, also gibt uns x dann auch die Anzahl der gezogenen weißen Kugeln an. Jetzt müssen wir uns überlegen, welche Werte kann x annehmen, nur mal so vorab, damit uns das klar ist, wenn wir 5 Kugeln ziehen. Wir ziehen ja auch jedes Mal mit zurücklegen. Das heißt, es spielt keine Rolle, welche Kugel wir gezogen haben für das nächste Ziehen. Das heißt also, wenn ich 5-mal ziehe, kann ich logischerweise zwischen 0 und 5 weißen Kugeln erhalten. Kann sein, dass ich wirklich 5-mal eine schwarze ziehe, dann habe ich gar keine weiße Kugel getroffen. Kann aber auch sein, dass ich wirklich 5-mal hintereinander eine weiße ziehe. Das heißt also, x kann alle Werte von 0, 1, 2, 3, 4 und 5 annehmen. So, wir sagen jetzt, dass unsere Nullhypothese H0 so aussehen soll, dass wir davon ausgehen, dass P den Wert 0,4 hat. Das ist sozusagen der Fall hier. Also unsere Nullhypothese steht für dieses Szenario. In diesem Fall beträgt die Wahrscheinlichkeit, eine weiße Kugel zu ziehen, nämlich 4 Zehntel, weil 4 von 10 Kugeln eben weiß sind. Die Alternativhypothese, das heißt die Alternative, die eintreten kann, ist ja dieser Fall hier drüben. Hierbei haben wir 6 weiße Kugeln. Das heißt, entsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, hier eine weiße Kugel zu ziehen, 6 Zehntel, entsprechend eben 0,6. Genau, du kannst also sehen, wir haben wirklich hier zwei Hypothesen, die unterschiedliche Prozentzahlen für dieselbe Wahrscheinlichkeit vorschlagen. Das heißt also, hier geht es wirklich um einen Alternativtest. So, wir wollen unsere Stichprobe so auswerten, dass wir zählen, wie viele weiße Kugeln wir eben beim fünfmaligen Ziehen erhalten haben
Und wir sagen jetzt, wir entscheiden uns für H0. Das heißt, wir gehen davon aus, die Wahrscheinlichkeit dafür, eine weiße Kugel zu ziehen, liegt bei 0,4. Wenn wir mehr schwarze als weiße Kugeln gezogen haben. Macht ja auch Sinn. Wenn ich jetzt 5 Kugeln ziehe und ich ziehe insgesamt mehr schwarze Kugeln als weiße, da kann ich ja davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, eine schwarze Kugel zu ziehen, größer ist als die Wahrscheinlichkeit dafür, eine weiße Kugel zu ziehen. Das heißt, dementsprechend würde es Sinn machen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, eine weiße zu ziehen, bei 0,4 liegt und entsprechend die Wahrscheinlichkeit dafür, eine schwarze zu ziehen, bei 0,6. Dann hätte ich ja die Verteilung, ich habe 4 weiße und 6 schwarze Kugeln in meiner Urne. Das würde ja zu meinem Ergebnis passen. Wenn ich dagegen mehr weiße als schwarze Kugeln ziehe, würde das ja darauf hindeuten, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, eine weiße Kugel zu ziehen, größer ist als die Wahrscheinlichkeit dafür, eine schwarze Kugel zu ziehen. Das heißt, in diesem Fall wäre es also realistischer, wenn ich die Alternativhypothese annehme, also wenn ich davon ausgehe, dass ich eben 6 weiße Kugeln und 4 schwarze in der Urne habe. Genau. Dementsprechend definieren wir jetzt den Annahmebereich und den Ablehnungsbereich für die Zufallsvariable x. Also wir überlegen uns, welche Werte kann x also annehmen, sodass ich mich für H0 entscheide, was ich ja mache, wenn mehr schwarze als weiße Kugeln gezogen werden. Das heißt also, wenn ich 5-mal ziehe und ich soll mehr schwarze als weiße Kugeln ziehen, heißt es, ich habe zum einen die Möglichkeit, dass ich eben 0 weiße Kugeln ziehe und 5 schwarze, dann hätte ich mehr schwarze als weiße. Das heißt, x würde den Wert 0 annehmen. Eine andere Möglichkeit dafür wäre, dass ich eine weiße Kugel ziehe und 4 schwarze, dann hätte ich immer noch mehr schwarze als weiße. Das heißt, darunter fällt auch der Fall, dass x den Wert 1 annimmt. Die letzte Möglichkeit ist, dass ich 2 weiße und 3 schwarze Kugeln ziehe. Da habe ich immer noch mehr schwarze als weiße gezogen. Das heißt, x kann auch den Wert 2 annehmen. Wenn x jetzt den Wert 3 annehmen würde, wenn ich also 3 weiße Kugeln ziehen würde, würde das bedeuten, dass ich nur 2 schwarze ziehen kann. Das heißt also, hier habe ich nicht mehr mehr schwarze als weiße. Der Fall gehört nicht mehr in den Annahmebereich, denn dann würde ich mich eben nicht mehr für H0 entscheiden. Der Ablehnungsbereich umfasst jetzt alle anderen Werte, die x annehmen kann, die nicht im Annahmebereich liegen. Also wenn x den Wert 3, 4 oder 5 annimmt, wenn ich also 3 weiße Kugeln und 2 schwarze, 4 weiße Kugeln und 1 schwarze oder nur weiße Kugeln ziehe, dann lehne ich die Nullhypothese ab und gehe davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, eine weiße zu ziehen, eben entsprechend höher ist, also bei 0,6 und nicht bei 0,4 liegt. Okay, so, wir kennen jetzt nicht das Ergebnis von dieser Stichprobe, also wir wissen jetzt nicht, wie viele weiße und wie viele schwarze Kugeln gezogen wurden. Das heißt, es geht jetzt hier in dieser Aufgabe nicht darum zu entscheiden, welche der beiden Hypothesen wir annehmen und welche wir ablehnen. Wir möchten uns nur überlegen, wie groß die Wahrscheinlichkeit dafür ist, zum einen den Fehler erster Art zu begehen und zum anderen den Fehler zweiter Art zu begehen. Ich habe ja schon am Anfang angekündigt, dass man hier das Risiko für den Fehler zweiter Art berechnet. Kann, ist was ganz Besonderes beim Alternativtest, denn bei anderen Arten von Hypothesentests ist das nicht so möglich. Also kümmern wir uns erstmal um den Fehler erster Art. Der Fehler erster Art ist der Fehler, dass man die Nullhypothese H0 verwirft, obwohl sie die richtige war. Das müssen wir nochmal ganz genau mitdenken. Wir verwerfen die Nullhypothese H0. Das heißt, wir sagen, die stimmt nicht. Wir gehen davon aus, dass also diese Hypothese stimmt. Wann machen wir das? Das machen wir ja dann, wenn bei unserer Stichprobe die Anzahl der weißen Kugeln im Ablehnungsbereich liegt. Das heißt also, wenn wir 3, 4 oder 5 weiße Kugeln gezogen haben, haben wir ja gesagt, dann verwerfen wir die Nullhypothese. Das heißt, dann sagen wir, P muss 0,6 sein. Das Problem ist, in Wahrheit ist die Nullhypothese die richtige. Also eigentlich ist P 0,4. Das heißt, der richtige Wert für P ist 0,4. Unser X bei der Stichprobe ist aber im Ablehnungsbereich gelandet.
Deswegen sind wir fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die Nullhypothese falsch sein muss. Das heißt also, was ist passiert? X hat einen Wert aus dem Ablehnungsbereich angenommen, obwohl die Nullhypothese richtig war, das heißt, obwohl P eigentlich den Wert 0,4 beträgt. Das heißt, obwohl X eigentlich binomial verteilt ist mit N gleich 5, weil wir 5 mal ziehen und der Wahrscheinlichkeit für eine weiße Kugel von 0,4, obwohl X binomial verteilt ist, ist der Wert für X bei der Stichprobe trotzdem im Ablehnungsbereich gelandet, was eben dann in diesem Fall eher unwahrscheinlich war. Es ist aber dennoch passiert. Das heißt also, wenn wir jetzt die Wahrscheinlichkeit dafür berechnen, dass X im Ablehnungsbereich landet, obwohl P 0,4 beträgt, dann erhalten wir damit die Wahrscheinlichkeit dafür, den Fehler erster Art zu begehen. Denn nochmal ganz kurz, ich weiß jetzt nicht, wie schnell das klar wird. Wir begehen den Fehler erster Art, wenn wir uns gegen die Nullhypothese entscheiden. Wir entscheiden uns gegen die Nullhypothese, wenn bei unserer Stichprobe ein Ergebnis aus dem Ablehnungsbereich herauskommt. Das heißt also, wenn X im Ablehnungsbereich landet, verwerfen wir die Nullhypothese. Gleichzeitig war die Nullhypothese eigentlich die richtige. Das heißt, der korrekte Wert für P ist 0,4. Deswegen rechnen wir jetzt auch im Folgenden mit diesem Wert. So, jetzt rechnen wir die Wahrscheinlichkeit dafür aus, dass genau dieses Szenario eintritt. Das heißt, dass eben X einen Wert aus dem Ablehnungsbereich annimmt, obwohl die Nullhypothese richtig war. Das heißt, obwohl P eigentlich 0,4 ist. Die Wahrscheinlichkeit setzt sich aus den drei Fällen zusammen, dass X eben den Wert 3 annimmt oder dass X den Wert 4 annimmt oder dass X den Wert 5 annimmt. Diese drei möglichen Ergebnisse schlagen sich gegenseitig aus. Deswegen darf ich die Wahrscheinlichkeit für jeden Fall addieren, um die Wahrscheinlichkeit insgesamt zu erhalten, dass X im Ablehnungsbereich landet. So, die Zufallsvariable X ist binomial verteilt mit den Parametern N gleich 5 und P gleich 0,4. Warum? Es handelt sich beim Ziehen aus einer Urne mit Zurücklegen, mit Beachten der Reihenfolge eigentlich um einen Bernoulli-Versuch. Denn mich interessiert jetzt beim Ziehen nur, ist die Kugel weiß oder nicht? Also mich interessieren nur die zwei möglichen Ergebnisse. Da ich die Kugel danach wieder zurück in die Urne gebe, verändert sich die Wahrscheinlichkeit dafür, eine weiße Kugel zu erhalten, auch bei Wiederholung des Experimentes nicht. Da ich fünfmal eine Kugel ziehe, wiederhole ich dieses Bernoulli-Experiment also fünfmal. Die Erfolgswahrscheinlichkeit P für eine weiße Kugel ist 0,4. Okay, dementsprechend kann ich dann mit der Formel bei einer binomial verteilten Zufallsvariable rechnen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x den Wert 3 annimmt, erhalte ich mit dem Binomialkoeffizient n über k, was hier eben 5 über 3 ist, mal Erfolgswahrscheinlichkeit hoch k, also ist hier 0,4 hoch 3, mal 1 minus die Erfolgswahrscheinlichkeit, also 1 minus 0,4, in diesem Fall 0,6, hoch n minus k, also hoch 5 minus 3 ist eben 2. Genauso dann auch hier für die anderen Werte dementsprechend. Wenn man das Ganze dann berechnet, erhält man als Ergebnis den Wert 0,3174, was 31,74% sind. Das heißt also, das Risiko dafür, einen Fehler erster Art zu begehen, ist, wie du siehst, ziemlich hoch. Es liegt nämlich bei 31,74%. Insgesamt, auch im Hinblick auf das Risiko, was wir jetzt ebenfalls gleich berechnen werden, was übrigens das gleiche Risiko ist für einen Fehler zweiter Art, können wir festhalten, dass diese Art von Test relativ schlecht ist, um wirklich allgemeingültig entscheiden zu können, wie jetzt die Verteilung der Farben in der Urne wirklich aussieht, weil das Risiko dafür, einen Fehler zu begehen, sehr hoch ist. Okay. Der Fehler zweiter Art ist eben der, dass wir die Nullhypothese zu Unrecht beibehalten. Jetzt müssen wir nochmal überlegen, was bedeutet das für uns. Wir behalten die Nullhypothese bei, obwohl sie falsch ist. Das heißt, P ist gar nicht 0,4, sondern P ist 0,6. Das ist der wahre Wert für P. Wann behalten wir die Nullhypothese bei? Wenn bei unserem Test hier, den wir durchführen, für x eben ein Wert aus dem Annahmebereich
erscheint, also wenn x einen Wert aus dem Annahmebereich annimmt, dann behalten wir ja die Nullhypothese bei. Das heißt also, wenn wir jetzt die Wahrscheinlichkeit dafür ausrechnen möchten, dass dieses Szenario eintritt, müssen wir die Wahrscheinlichkeit dafür berechnen, dass x eben einen Wert aus dem Annahmebereich annimmt, wobei die wahre Wahrscheinlichkeit, mit der wir jetzt auch dann eben rechnen werden, dafür eine weiße Kugel zu ziehen bei 0,6 liegt. X ist in diesem Fall ebenfalls binomial verteilt. Die Anzahl der Wiederholungen hat sich nicht geändert. Die Wahrscheinlichkeit dafür, eine weiße Kugel zu ziehen, ist aber hier eine andere, nämlich 0,6. Weil hier geht es ja darum, dass H0 eben falsch ist, sondern H1 das richtig ist. Also P ist eigentlich 0,6. So, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass X einen Wert aus dem Annahmebereich annimmt, setzt sich jetzt wieder aus den einzelnen Wahrscheinlichkeiten zusammen, dass X den Wert 0 annimmt, dass X den Wert 1 annimmt und dass X den Wert 2 annimmt. Man kann das dann ebenfalls wieder mit dieser Formel für die Wahrscheinlichkeit bei einer binomial verteilten Zufallsvariable berechnen. Also wieder mit diesem n über k mal p hoch k mal 1 minus p hoch n minus k und so weiter. Das muss man hier entsprechend dann das k richtig einsetzen und das Ganze ausrechnen. Das ergibt jetzt wieder 0,3174. Das heißt, das Risiko, einen Fehler zweiter Art zu begehen, liegt auch bei 31,74% und ist damit sehr hoch. Falls du dich jetzt fragst, hä, wie kann es sein, dass da zweimal der gleiche Wert rauskommt? Es ist kein Zufall, denn eigentlich steht hier zweimal die gleiche Rechnung. Das Besondere ist nämlich, dass 5 über 0 dasselbe ist wie 5 über 5. Das heißt also, dieser Summand und der hier ist identisch, wenn du mal guckst. Bei 5 über 0 kommt 1 raus, bei 5 über 5 auch. Dann habe ich hier 0,4 hoch 5 mal 0,6 hoch 1. Hier habe ich auch 0,4 hoch 5 mal 0,6 hoch 0. Habe ich gerade hoch 1 gesagt? Ich meinte hoch 0. Genau. Dann ist es außerdem so, dass dieser Summand und der Summand hier sich entspricht. Ich habe hier 0,6 hoch 2 mal 0,4 hoch 3. Und 5 über 3 ist dasselbe wie 5 über 2. Und dann eben hier auch noch der Summand und der, die entsprechen sich auch, weil 5 über 4 dasselbe Ergebnis hat wie 5 über 1. Und dann rechne ich beim Rest ja genau dasselbe. Also es ist kein Zufall, dass hier die Wahrscheinlichkeiten exakt sind. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob das immer so ist oder ob das gerade... es lag hier jetzt eben daran, dass Annahme- und Ablehnungsbereich so aufgeteilt waren, dass sie hier jeweils drei Werte enthalten haben und es, was auch immer noch gepasst hat, es muss nicht immer sein, dass diese beiden Risiken gleich groß sind. Genau, also so viel zum Thema Alternativtest und Fehler. Hat mich gefreut, dass du bei diesem Video eingeschaltet hast. Sei gern auch das nächste Mal nochmal dabei. Bis dann.